Sollen wir es riskieren? Nein, wir riskieren es nicht. Wir gehen einmal nach unten, holen uns kurz das Feuerzeug und dann gehen wir nach unten. Oh, draußen ist das. Hallo, hallo. Nicht weglaufen, nicht weglaufen. Schön einsamen. So, ein paar haben Spaß gemacht wegen den Schweinen und meinen Tieren, dass ich zu viele Steine habe. Deswegen leckt meine ganze Geschichte. So, wir müssen ja dieses Konzept weiterführen. Dieses Muster gefällt mir sehr. Deswegen brauche ich diese Natursteine. Ich nenne sie Natursteine. Ha! Alias Pflastersteine und alias Feuerzeug. So. Das kann man jetzt leider nicht verhindern, dass wir hier... Ah, wir haben keine Axt. Doch, wir haben eine Axt. So, wir müssen mit dieser Axt etwas Freiraum schaffen. So. Sieht scheiße aus, ich weiß. Ist aber so. So, genau. Unsere Natursteine werden wir hier ersetzen durch den Kaktus. Und dann werde ich das hier machen. So. So und so. Und auf der anderen Seite auch so und so. Hallo? Ja, ich glaub's ja nicht. Ich glaub's ja nicht. Wir brauchen hier einen massiven, fetten Gerät, weißt du? Ein fetten Gerät, weißt du? Ohne fetten Gerät geht es nicht, weißt du? So, das gefällt mir. Jetzt noch links und rechts eine wunderschöne Blume. Ho! Dann bin ich glücklich. Habe ich Holz? Ich habe Holz. Zufälligerweise. Oh, bildhübsch. Bildhübsch, meine Damen und Herren. Bildhübsch. Aber wir brauchen noch so kleine Teile hier. Das auf jeden Fall. Jetzt gehe ich mal noch kurz nach oben, check dort die Lage und dann müsste man doch hier, weil wir unseren fetten, massiven... Hallo? Ah, das geht doch viel schneller mit der Spitzhacke. Ah, das habt ihr wieder erkannt, oder? Und sagt dann gleich wieder, oh, Fabi, du musst die Spitzhacke nehmen. So. Ach so, ich wollte euch doch mal vorher eigentlich diesen Fetisch erzählen. Ich erzähle ihn euch trotzdem, weil der schwirrt mir die ganze Zeit durch den Kopf. Ich habe eine Story gesehen. Wenn man das Story nennen kann. Also, diese Story beruht auf ein Netherstein. Nein, diese Story beruht auf einen kleinen Mann, der einen sehr, 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 sehr seltsamen Fetisch hat. Dieser Fetisch ist ein Gebäudefetisch. Wisst ihr, was ich meine? Er steht auf Gebäude. Er wird spitz bei Gebäuden. Kann man das verstehen? Könnt ihr das verstehen? Okay, da darf eigentlich nichts brennen. Genau, perfekt, perfekt. So, jetzt brauche ich noch einen Lebensstil. Habt ihr mich verstanden? Das ist ein kleiner Mann, der wird spitz bei... Lass mich ausreden. Bei... Ungelogen, bei... Gebäuden. Also sein letzter Ehepartner oder sein letzter Freund war das Empire State Building. Nein, waren diese Twin Towers. Und sein neues Gebäude ist ein Atomkraftwerk, da wo er wohnt, um die Ecke. So, jetzt geht's auch wieder weiter. So, wisst ihr warum? Er meinte, das Atomkraftwerk ist zwar von außen nicht so hübsch, aber es hat innere Werte. Was ja mehr oder weniger stimmt. Nur ich weiß nicht, ob man das hier gut befinden kann, ob man einen Gebäudefetisch hat. Ich habe ja nichts gegen seine Leidenschaft, aber ich finde es echt seltsam. Ich musste... Aber was machst denn du da? Ha, Kollege, du musst schon lang verbrennen. Ha, Dankeschön. Dankeschön, sehr nett von dir. Du bist echt ein Engele. Ein Engele. Ein grüner Engel. So, jetzt können wir eigentlich schon unsere Spitzhacke. Das wollte ich eigentlich vermeiden, dass man das so eklig, hässlich einfach verbeet abbaut. Aber naja, ich kann nichts dafür. Das war unser Freund, der Creeper Weeper. So, wir haben hier wieder Scheißzeugs am Start unter mir. Etwas Kies. Ich habe ja dieses Wort eigentlich schon lang aufgegeben, aber wir müssen uns selber treu bleiben. Wir müssen uns treu bleiben. Ich habe dieses Zeugs, Scheißzeugs genannt, weil ich nicht wusste, was Kies ist. Ich wusste schon, was Kies ist, aber ich habe es halt Scheißzeug genannt, weil es mir immer auf den Kopf gefallen ist. So, wir sind wieder am Abbauen, deswegen unser Fundament wächst und wächst. Und wächst und wächst und wächst. Ah, wir brauchen Sand, Fabi, wir brauchen Sand. Ja, das ist ja jetzt ein bisschen blöd. Okay, dann machen wir was anderes. So, wir werden jetzt einmal hier unsere kleine, aber feine Schaufel. Oh, ich wollte nicht Schaufel sagen, ich wollte Dinger sagen. Oh, nicht Dinger, ich wollte Ding sagen. Ich wollte Ding sagen. Helf mir doch mal! Scheiße, ich hab's vergessen. Sand für unsere Wände. So. Ja.
Ja. Ach du Scheiße. Das war, glaube ich, ein Audiofehler. Ich kann nichts dafür. Der Lautsprecher hat uns gerade die Aufnahme versaut. Ich kann nichts dafür. Echt, ungelogen. Ich kann nichts dafür. So ein kleiner Aufnahmefehler war das. Ton. Mein Mikrofon hat gerade sehr, sehr gesponnen. Ich habe es gerade gehört in meinem Lautsprecher, deswegen kann ich es leider nicht ändern. So viel dazu. So, unser Sand ist am Wachsen und am Abgraben. Er ist nicht am Wachsen, aber ich habe einfach mal Wachsen gesagt. So, das nimmt kein Ende. Sand, man kann ja auch Sand vor die Hütten sagen, ne? Wir haben kein Holz vor die Hütten, wir haben Sand vor die Hütten. Na, Süße, hast du Sand vor die Hütten? Ne, das ist nicht so gut. So, nur ich werde langsam bekloppt, wenn ich noch mehr Sand abbaue. So, ich mache jetzt mal weiter, weil sonst habe ich echt keinen Bock mehr langsam. Spaß, ich habe immer Bock. Gut. Warum laufst du so langsam? Ah, wir brauchen ja auch... Ah, ich brauche doch erstmal mein Fundament, Mann. Fabian, was ist mit dir? Genau, so habe ich mir das... Oh. Das geht leider nicht auf. So habe ich mir das vorgestellt. So. So hatte ich mir das eigentlich vorgestellt. So, wir brauchen auf jeden Fall... Warte mal kurz. Ich gehe mal jetzt nach oben und check da mal die Lage. Ich könnte das unten gar nicht checken. Das geht gar nicht, das geht gar nicht. So, wir sagen jetzt mal dummerweise, da ist unsere Spitze, okay? Okay, ich habe nur kurz gucken müssen, hier. So, dann können wir 1, 2, 3, 4, okay. Dann können wir hier eigentlich weitermachen. Wenn wir hier weitermachen, kommen wir da raus. Ich glaube auch, das ist weit genug. Oder wir wandern noch komplett eins. Nee, das ist, dauert alles zu lang. So, deswegen mache ich jetzt einmal klar Schiff. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen doof gelaufen, aber ich kann nichts dafür. Chaka, chaka, chaka. Oder das ist doch ein bisschen zu... Ah, ich bin gerade ein bisschen durcheinander. So, wir werden uns jetzt... Okay, wir machen auf jeden Fall die Taktik. Eins mehr. Eins mehr ist besser. Da haben wir ein bisschen mehr Platz zum Tanzen. So, aber da müssen wir den Oschi wegschlagen. Den und den hier. So. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Asymmetrisch. Alles... Naja, das ist schon symmetrisch, aber... Nicht solche geraden Linien. So. Ich habe nochmal die Kurve bekommen, kann das sein? So. So, wir können mal schauen, wie wir weit wir damit kommen. So, das ist schon mal... Aua, aua. Ich habe mich fast gestochen. So. So viel dazu. Jetzt wisst ihr schon viel zu viel. Ihr wisst schon viel zu viel. So, ist das in der Mitte? Ja, Mann. Das ist genau in der Mitte. Wow. Und ich habe 22 Stück, deswegen, das heißt, wir könnten eigentlich von oben noch ein ganzes gutes Stück weiterkommen. Ich brauche auf jeden Fall meine Eckpfeiler. So, hier haben wir ein System, das kein System ist. So, einmal so, 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 so. Und dann müssten wir einmal so, so, so. Und dann müsste man... So weitergehen, oder? Ich check mal kurz die Lage. Ich check mal kurz die Lage. Darf ich überhaupt noch die Lage checken? Weil ich habe schon 80.507 Mal die Lage gecheckt. Kann das sein? Ungelogen. 80.755 Milliarden Mal die Lage gecheckt. Aber normalerweise muss ich von hier anfangen. Dann sind wir auf der richtigen Seite. So, da. Da und da und da und da. Und da. Und da. Scheiße, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe einen Fehler gemacht. So, ich schaue mir mal die Sache von unten an, dass wir eine kleine Fehleranalyse machen können. Ah, das ist mein Problem. Ich sehe schon. Entschuldigung, ich muss mich gerade kratzen. Wir müssen eins weiter raus. So. Und dann Chakalaka. Chakalaka. So, damit kommen wir nicht weit, aber auf jeden Fall weiter wie mit nix. So. Eins. Oh, 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 oh. So. 2, 3, 4, 5, 6, 7. In der Schule wird geschrieben. In der Schule wird gelacht. Bis der Lehrer Peach Quatsch macht, gell? Das kennen wir doch alle. So, es sieht gar nicht mal so schlecht aus. Unser Fundament könnte eigentlich schon fast fertig sein. Ich werde nochmal auf jeden Fall die Löcher stopfen, die wir auf jeden Fall stopfen müssen. Und dann können wir auch auf jeden Fall etwas mit... dem Wasser überlegen. So, da haben wir eine Spitze, da haben wir eine Spitze. Hier haben wir keine Spitze, weil das
keine Spitze haben kann. So, warum habe ich hier eine Spitze und da habe ich keine Spitze? Hm, doch, da habe ich eine Spitze. Da habe ich meine Treppe als Spitze. Ja, Mann. So, das Fundament finde ich größentechnisch perfekt. So, ich habe übel Hunger. Ich muss was essen. Jetzt brauchen wir wieder 1.708.527 Klötze Sand. Auf jeden Fall dachte ich mir, zwei fette Türme, die könnten wahrscheinlich auf der Seite sein, wo ich keine Stelzen drunter habe. Das sieht ja noch kranker aus, wie es eigentlich ist. So. Und dann könnte man... Nee, jetzt übertreibt er wieder. Jetzt übertreibt er wieder mit seiner Fantasie. Ich wollte wieder mit Bäumen arbeiten, aber da übertreibt er wieder, der Fabi. Wir brauchen so eine fette Diamantschaufel, Mann. Scheiße. So, ich würde auch sagen, beim nächsten Mal gehe ich wieder runter zu meiner alten Höhle und schlag da mal den ganzen Redstone weg. Bei meiner ersten Höhle, glaube ich. Ne, bei meiner ersten Höhle habe ich doch alles weggeschlagen, oder? Also, bei meinem vorletzten Video hat einer geschrieben namens... Warte mal kurz, das muss ich echt ablesen. Saifio COD4. Ich weiß nicht, was das heißt. Ich weiß nicht, was das für ein Name ist oder wie man darauf kommt. Aber er hat gemeint, hey Fabi, du musst zur alten Höhle gehen, weil da ist voll viel Redstone. Und wenn du den Redstone abschlägst, kommt irgendwo versteckte Diamanten raus. Gute Idee, lieber Sci-Fi Joe Cod 4. Dann gehen wir da nächstes Mal hin. Das werde ich doch gleich mal machen. Aber nicht jetzt. Sondern mal anders. Aber nicht jetzt. Nicht jetzt. Jetzt mache ich Sand. Ich habe Sandfetisch. Mein anderen Fetisch, ah, das war nicht mein Fetisch. Es war natürlich ein kleiner Mann, der diesen Fetisch hat. Nicht ich. Ja, ja, Fabi, das war bestimmt dein Fetisch. Nein, Mann, ich habe keinen Fetisch. Ah, vielleicht, aber ich weiß es nicht. So, und Chakalaka, wir haben einen Sprung des Jahres gemacht. Chakalaka Chips am Start. Ja, ich habe neue Chips gefunden. Ich habe neue Chips, aber die sind nicht neu, die sind alt. Aber das sind so übelst billige Chips vom Rewe. So Partyboxen-Chips. Ah, oh, ja. Ich wollte ein bisschen Action schieben, deswegen bin ich runtergesprungen. So, ich habe jetzt einiges an Sand gesammelt, deswegen würde ich sagen, ich mache mal ein bisschen was mit meinen Sandklötzchen. Fabi spielt im Sandkasten. Nein, Spaß, hör mal auf damit. Hör mal auf damit, Fabi. Spaß, Jungs, ich nehme einen Schluck und Mädels. Der Schluck ist schon genommen und ich habe gar nicht gemerkt, dass ich etwas Wasser zu mir genommen habe. So, für mich persönlich ist das Wichtigste hier. So, wir werden auch unsere Türme vielleicht gar nicht so groß machen. Vielleicht werde ich die nur so machen. Ja, wisst ihr, so, man kann hochlaufen, aber das reicht auch schon. Warte mal kurz, wir haben leider keine Schaufel, aber ich muss jetzt was ausprobieren. So, wir müssen einen kleinen Test machen, einen ganz kleinen Test. Tut mir leid, der Test muss leider sein. Ich kann diesen Test nicht ändern. So, ich habe mir das jetzt ausgedacht, dass es eigentlich theoretisch ganz schick aussehen könnte. So, die Türme würde ich auch gar nicht... Aua! Nichts passiert, Fabi. Muss nicht immer gleich weinen. Das ist ein geiles Geräusch eigentlich. Also, aua! Hat wieder geweint, oder? Der Fabi hat geweint. Ja, Mann! Jo. Manu, Fabi, das hat gar nicht funktioniert, wie du gesagt hast. Ich weiß. Mach dir nichts draus. Wir müssen weiterarbeiten. Wir müssen den ganzen Abend Sand klatschen. Klatsch den Sand bis zum Morgen früh. Mann, Fabi, du hast da noch einen vergessen. Ich weiß, ich mache mir gerade noch einen anderen. So, kein Stress, meine Damen und Herren. So habe ich mir das vorgestellt. Oh, oh, oh. Jetzt bin ich glücklich. Warum bist du so... Unsere Türe wird hier sein. Nein, Fabi, das geht doch gar nicht, weil es ist doch Sand. Ich weiß, aber wir können das nicht ändern jetzt. Wir müssen leider diesen Weg durchschlagen, weil der Fabi hier einen Fehler gemacht hat. Der Fabi hat hier einen Fehler gemacht. Diesen Fehler hat er schon behoben.
So, das Wichtigste ist jetzt, wir haben mal auf jeden Fall eine Idee. Was auch noch wichtig ist, natürlich meine Fackel. Mein schöner Fackelfetisch ist zurück. Ich habe euch gar kein Licht gemacht. So. Hammergeil, hammergeil. Genau so habe ich mir das vorgestellt. So, und jetzt, das ist meine Basic. Jetzt versuche ich in die Lüfte zu bauen. Ich glaube, ich wurde durch diesen Turmfetisch inspiriert. Ich kann euch nicht versprechen, ob das wirklich so ist, aber ich glaube schon. So, und dann werde ich auf jeden Fall alles mit Treppen machen. Okay, wir brauchen einfach alles. Das sieht doch mal Hammer aus. Und das ist so schlicht. Schlichte Sachen sehen meistens besser aus wie so verspielte Sachen. So, auf was ich irgendwie nicht so wirklich stolz bin, ist meine kleine Hütte da oben. Meine Penthouse-Suite. Sie ist so einfallslos, finde ich. Aber da sieht man mal, wie man so sich fort... Oh, ganz ruhig, ganz ruhig. Wie man sich so fortbilden kann. Nicht fortbilden, aber entwickeln kann. So, wir haben eine Türe. Türe ist natürlich gut. Aber ich suche gerade ein paar Setzlinge. Das ist mir eigentlich das alles sehr wichtig. So, ich habe auch Erde am Start. Auf jeden Fall muss ich aufpassen, dass da kein Creeper mich killt. Ich werde jetzt nur noch ganz schnell hier etwas von dem schönen, 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 schönen. Keine Angst habe, immer in Bewegung sein. Kein Creeper darf dich killen. Kein Keeper, Keeper, Keeper. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ah, nein. Geht doch weg von mir. Wisst ihr, was ich mache? Ihr könnt nicht mal. Ich gehe jetzt. Ich gehe mir die Aussicht genießen. Und dann sage ich Edgy Badge und gute Nacht um 7:30.